Hallo und herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Quest. So, was erwartet uns hier vorne? Also hier erstmal nichts, aber hier können wir durch und bin gespannt. Oh, wir können die Gegner wieder neu auferstehen lassen und uns dabei voll healen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das möchte. An denen können wir nicht kaputt schlagen. Ja, was würdest du tun? Würdest du jetzt sagen, okay, dann sollen die ganzen Gegner wieder da sein und wir laufen hier nachher nochmal durch und ärgern uns? Nee, ich lass das. Ich lass das. Sonst müssen wir alle Kämpfe nochmal machen und das wäre mir zu viel. Schön hier. Das Wort nervig trifft es nicht ganz. Das muss die Bohrkönigin sein. Unsere Helden machten sich bereit für ein Publikum mit Biss. Willst du das nicht Stich heißen? Ja, Kalio hat recht. Schwarmmutter. So, 1150. Jetzt wird es gemütlich, oder eher nicht, ich weiß nicht. Oh, Kacke. Wir sind nicht gut geheilt. Jetzt erweist es sich vielleicht als Fehler. So, okay, hier sind ganz viele Karten, die wir gar nicht ausspielen können. Schlachtruf bringt uns momentan auch nicht sehr viel. Aber sie greift immer zuerst an, nicht wahr? Das heißt das, weil die Karte hier oben so liegt. Dampffaust könnten wir machen. Also erstmal schauen, was sind eigentlich die Schwachstellen von ihr? Sie mag Frost nicht, ne? Wir alle Bienen mögen sie den Frost nicht. Bedeutet... Wir haben hier eine ganz gute Karte. Sowas hier wie Feuersäule bringt viel Schaden, würde ich vielleicht auch erstmal lassen. Tapferer Schlag ist ganz gut. Abfangmanöver. Schlachtruf. Oh verdammt, müssen wir eigentlich machen, ne? Einen Schlachtruf. So. Dann mit der Dampffaust draufhauen, um überhaupt ein bisschen Dampf zu generieren und dann noch ein bisschen eisige Kälte dazu. Die Schaden kriegt, nicht wahr? Ich glaube, das müssen wir so machen. Mal schauen, wie viel Schaden sie überhaupt macht. Das war, glaube ich, nicht wenig, ne? 10, 11, 9 und hat... Okay, vom Schaden her ist es überschaubar, nicht wahr? So, hier ist jetzt alles Flamme. Also wenn die mit Feuerprobleme hätten, wäre es ganz toll, aber es ist nicht so. Aber die Kombo bietet sich einfach immens an. Muss man einfach so mal sehen. Ja, plus Barrierefeld, das können wir gut brauchen. Und danach gibt es, glaube ich, mal eine Runde Heilung. Machen die Schaden, ne? Ach, holy moly. Also wir haben hier Flicken. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Könnten wir in Combo benutzen. Also draufhauen. Draufhauen. Und Flicken. So, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich bekomme bei Discord Nachrichten. Weiß nicht, ob man das hört. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal schon, nicht wahr? So, Flicken, wen flicken wir eigentlich? Ich glaube, sie braucht es wirklich dringend, die gute Kopernika. So. Sehr schön. Geht jemand auf Ausweichen, ne? Das ist ja ein Ding. Oh, schön. Oh, schön. Was haben wir denn hier? Heldenmut? Das passt gar großartig. Ach, dann haben wir aber zu wenig Dampf, ne? Das ist ja gerade schade. Na, ist aber dann keine Combo.
Ist dann keine Kombo. Wir könnten jetzt einen tapferen Schlag machen gegen sie. Und dann wieder ein bisschen Dampf ansammeln. Aber dann ist, glaube ich, die Flammenpeitsche besser. Machen wir das so. Wow. Okay, ich frage mich auch noch gerade, hier diese 25%. Ja, also wenn ein Viertel weg ist, könnten wir uns damit zu einem Viertel wieder reparieren. Ist das hier der Fall? Wir haben 10 Stück davon. Also ich würde sagen, machen wir mal. So, und dann sammeln wir jetzt Dampf. Darum geht es jetzt in dieser Runde hier. Heldenhieb drauf. Und wobei, Heldenhieb, wollen wir den verschwenden? Müssen wir. Wir müssen irgendwas machen. Die hat aber Ausweichen. Die haben alle Ausweichen, bis auf die hier. Na komm, gehen wir auf die hier. Ja, das kann ich natürlich machen, ne? Abfangmanöver. Na, die müsste auch mal runter. Die hat nur noch 51 unten. Okay, das ist eine ganz komische Runde. Komm, machen wir es einfach mal. Reparatur, mal schauen. Okay, das waren die 25%. Verstehe. 61, boah. Die wurden gerade komplett geheilt. Okay, alles klar. Okay. Das ist ja dämlich. Also das ist krass. Also die Biene war fast runter, ne? Naja, gut, okay. Flicken. Nicht genügend. Ja, das könnten wir aber jetzt machen. Aber ich rerolle das Ding hier mal. Schade. Heldenhieb, Heldenhieb. Dann hätten wir aber nur 2. Das könnte man sich aufsparen hier für Spalten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Da würden wir auf jeden Fall eine von diesen Bienen mal wegbekommen. Blicken will ich auch behalten, das heißt, Feuersäule muss dran glauben und vielleicht... Obwohl, das macht so viel Schaden, ne? 21 mal 3, das kann ich nicht machen. Ich muss das... Das ist dämlich. Ich muss das hier rerollen. Okay. Das passt. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Machen wir hier mal Schilde. Dann... Flicken geht schon. Dann flicken wir mal auch Amelie. Jetzt nötig. Und dann hauen wir ein bisschen, ganz zart noch auf die Königin drauf. Down. 17 Schaden. Ach Gottchen. Oh, das ist fantastisch. So, Heldenmut. Die Runde, Damelie. Draufhauen. Und, Heldenhieb. Draufhauen. Das ist doch fantastisch. Jetzt haben wir 4 Stück Dampf. Damit können wir es anfangen. Kritisch. Wunderbar. Klar, all auf Amelie. Und Galeo. Na, oh, Galeo hat's gut weggeschneckt, ja? Oh, wunderbar. Gigatonnenschlag können wir jetzt machen. Wir können flicken, können wir nicht machen. Leider nicht. Leider nicht. Aber spalten könnten wir. Ich finde, spalten ist eine ganz, ganz gute Sache mit den 4 Punkten, nicht wahr? Dann noch ein bisschen Flammenpeitsche und Dampffaust. Also machen wir mal Spalten in die Richtung. Dann nochmal Dampffaust in die Richtung und Flammenpeitsche. Dann gehen wir mit 2 Dampf da raus. Jeder darf mal.
ganz viel Feuer. Tja, wenn sie jetzt noch eine Karte hätte, ne? Okay, mal schauen. Wir könnten... Gigatonnenschlag können wir nicht machen. Dafür bräuchten wir noch hier so eine Dampffaust. Mann. Oder tapferer Schlag mit 88 Schaden. Das sind 88 Schaden, ne? Wie dieser Gigatonnenschlag, der verbraucht 4 Dampf und macht auch nur diese 88, also Stärke-Schaden. Mal gucken. 43% und hab's eine heldenlastige Manöver. Ja, oh, okay. 515%. Und die Combo verursacht nochmal 200. Oh, das ist natürlich schon fantastisch, ne? Verdammt, ich wollte eigentlich noch ein bisschen flicken, aber das lasse ich mal. Ich will jetzt mal Schaden machen. Oh, komm schon, ach komm schon. Schilde hoch. Okay, Dampf, das ist okay. Und dann können wir Gigatonnenschlag machen, aber auch nicht wirklich, ne? Auch nicht wirklich, oh gosh. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Wir müssen so draufhauen. Ich mache einfach jetzt ein bisschen Himmelschaden. Weil die Feuersäulen sind nicht schlecht. Also die machen gut Schaden. Ja. Oh ja. Bei Copernica. Und Amelie ist bald mal wieder Reparatur vonnöten, nicht wahr? Schilde hoch. Okay, also, wir haben jetzt wieder zweimal Copernica. Schilde hoch will ich nicht. Mana-Barriere. Das kann ihr nicht schaden. Das kann ihr nicht schaden und wir sammeln jetzt mal Dampf. Dann gibt es hier eine Peitsche und da eine Peitsche. Und eine Chain. Können wir brauchen. Ja, gut. 25. Gut. So. Und das überstehen wir jetzt hoffentlich ohne Lebensverlust. Sehr schön. Wunderbar. Was sehe ich denn da? Wir haben Abfangmanöver, wir haben tapferer Schlag. Wir können richtig auf die Kacke hauen, nicht wahr? Wir könnten auch vorher noch so einen Schlachtruf machen. Weil die verbrauchen gerade mal 3 Dampf und das hätten wir schon. Also wir können einen Schlachtruf machen. Jawohl, ja, auf alle. Dann hauen wir von mir aus einmal mit dem tapferen Schlag drauf. Ne? Hat Ausweichen. Die Olle hat Ausweichen. Das ist unangenehm. Das ist äußerst unangenehm. Wir versuchen es trotzdem. Abfangmanöver. So, Chain. Ja, drauf, was das Zeug hält. Vielleicht haben wir Glück. Verfehlt. Schade. Oh Gott. Immerhin. Oh nein. Ach, okay. Das war kein Glück. Das war das genaue Gegenteil. Meine Güte. Ach, also. Dampffaust und Gigatonnenschlag reicht nicht, weil Dampf wieder weg ist. Oh, hier, eisige Kälte, das ist gut. Kostet aber eins, aber das müssen wir, glaube ich, investieren, nicht wahr? Das müssen wir investieren. Hauen wir das mal drauf. Dann machen wir jetzt mal einfach ein kleines Dampffaust-Festival. Da. Naja, passt schon. 39. Schwach. Okay, so, Statusbericht. Die Königin hat nur noch 286, das ist machbar, durchaus. Frost macht natürlich immer schön Schaden da unten, aber bei ihr sieht es nicht so gut aus. Das heißt, wir müssen hier wieder ein bisschen heilen, bringt nichts. So, haben wir schon mal ein Kärtchen weg.
Dann sammeln wir vielleicht einfach noch ein bisschen Dampf, nicht wahr? Das können wir hier mit der Peitsche. 23 Schaden, das ist ziemlich gut. Und so ein Hieb mit 21 Schaden ist nicht das Beste. Aber ist ja Dampf. Kritisch, schön. Feuersäule, Abfangmanöver. So, 4 Dampf ist da. Wir könnten also einen Gigatonnenschlag machen. Bedeutet, wir machen erstmal Dampffaust vielleicht. Oder kann jemand vielleicht doch noch ein bisschen Schild gebrauchen, ne? So eine Mana-Barriere, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht für sie. Lassen wir es erstmal, lassen wir es erstmal. Wir gehen mal voll auf Schaden. So. Dann gibt's ein Abfangmanöver in die Richtung. Das macht gut Schaden und danach nochmal so ein Gigatonnenschlag. Hierhin mit 200% Bonus. Ich nehme da. Okay. Zurückgeschreckt. 112. 54 hat ihn nur noch. Das schaffen wir. Ja. Und der Kampf ist beendet. Wir haben es geschafft. Also 23. Flammenpeitsche hier drauf. Dann kommt noch so ein bisschen Heldenhieb mit 21 und zum Abschluss noch so einen tapferen Schlag in die Richtung. Heilen tun wir uns dann danach. Wir haben ja noch so ein paar Heilfläschchen. Das machen wir dann am Anschluss, ne? Aber die Königin dürfte jetzt durch sein. Auf jeden Fall. Gut. Juhu! 99 Erfahrungen, das ist gut. 90 Gold, ja, ein bisschen glänzende Faser. Reparaturfiole bekommen wir auch eine zurück. Oh herrlich, aber trotzdem jetzt mal ein bisschen heilen gerade. Oh Mann. Reparaturfiole, ich glaube, wir alle können eine vertragen. Ne? Du kannst eine vertragen und du auch und du und wir haben ja ganz viele davon. Die drei, die sparen wir mal auf, ja? Okay, gut. Autsch. Keine Decks, nichts. So. Alter Schwede. Alter Schwede. So, also das war ein epischer Kampf. Und in der nächsten Folge werden wir weitergehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das da vorne schon das Gildenhaus. Und dort werden die ganzen Gildenleute auf uns warten. Und vielleicht werden wir aufgenommen und wir werden große Helden und werden das Land retten, nicht wahr? Alles in der nächsten Folge, dann hoffentlich seid ihr mit dabei. Dann macht's gut, bis dahin. Ciao.